19 Uhr Celebration. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Kirche am Puls der Zeit. Das ist genial, dass wir über dieses Thema reden können. Und vor allem dann, wenn fast eigentlich alle Plätze wirklich besetzt sind. Gebt euch mal selbst einen Applaus. Ich möchte vor allem auch Leute aus Heilbronn, sind welche da? Yeah, come on. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Leute aus Remstad, sind welche da? Ja, wo? Okay, mega. Ich freue mich riesig, dass ihr einfach da seid, dass wir zusammen diese Celebration genießen können, weil es geht darum in den nächsten Wochen, warum tun wir, was wir tun, was ist der Style von ICF? Als wir vor ein paar Jahren gestartet haben, vor 3 Jahren, ein paar Monaten, da haben wir uns überlegt, hey, wie soll die Kirche sein? Wie können wir die Kirche, die es anderswo schon gibt, ICF, auch hier in Stuttgart, so relevant machen, dass Menschen gerne hingehen? Und das ist das große Ziel, dass die Kirche voll wird. Und zwar nicht einfach, dass wir schön sagen können, wow, toll, wir sind wieder so viel und so viel, sondern dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist der Fokus, der über allem steht. Und warum, du denkst vielleicht, warum 2.0? Was ist los? Wir reden über ein Upgrade. Wir reden über ein Upgrade. Also es verändert sich in dem Sinn nicht viel und doch verändert sich einiges. Weil alles, was wir tun, wollen wir noch intensiver tun. Ich möchte noch besser predigen können. Ich möchte, dass wir als ganzes Music Ministry noch weiter wachsen, dass wir in jedem Bereich, ob du Teamleiter bist, ob du Dreamteamler bist, ob du Besucher bist, du sollst das merken, 2.0 hat eingeschlagen wie ein Komet. Die Zeit stellt still. Und dann kommt das Grand Opening. Ja, here we are, here we go. Ja, okay. Also, sorry. Ich habe das nicht so geplant. Ich habe das echt nicht so geplant. Aber nur, dass du es verstehst. Weil Grand Opening, wir machen Grand Opening. Wir machen Grand Opening in Schorndorf. Also wir starten in Heilbronn zuerst, ja? Heilbronn, Grand Opening, wir starten. Wir starten. Oh. Jawohl, wir haben es gemerkt, wir starten, juhu. Und dann gehen wir nach Remstal, wir starten und machen Grand Opening, yeah, come on. Aber eigentlich Stuttgart macht eben auch wieder ein Grand Opening, weil wir gehen in eine neue Location, in der Zwischenzeit wieder ins alte The Paris. Da haben wir wieder den Geschmack von The Paris. Wir haben wieder die Bar von The Paris. Wir haben wieder, was viele Guest Speaker immer so wahnsinnig interessant finden, das ist die erste Kirche, die sie gesehen haben, Kirche mit Kondomautomat. Wir gehen da wieder zurück. Und dann genießen wir das Grand Opening in der Metzstraße, das heißt übrigens C-Areal für ICF, C und C-Areal, Metzstraße 1. Stuttgart, wir machen Grand Opening, alle zusammen. Juhu. Also, das ist eigentlich so viel Tolles. Am Puls der Zeit wollen wir sein. Ich glaube, jeder von uns will irgendwie modern sein. Oder? Es geht schon ganz am Anfang, wenn du in den Kindergarten gehst, geht es darum, bist du in oder bist du out. Meine Tochter hat mir gestern gesagt, da war ich total überrascht, wirklich. Sie hat gesagt, Daddy, weißt du, in meiner Schule, da gibt es so viele Eltern, also Eltern von Kindern, ja, logischerweise. Die sehen so alt aus, uralt. Und du siehst noch so frisch aus. Ich glaube, du siehst, wenn du 90 bist, immer noch aus wie 30. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich meine Tochter liebe? Wo ist das Amen? Ich hätte eigentlich einen Amen erwartet. Was in der Bibel steht, in Epheser 5, 27, denn er... Da ist Jesus gemeint, Paulus hat es geschrieben, denn er möchte die Gemeinde zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wenn du diesen Vers liest, denkst du, wow, jetzt aber, hä? Wie schaffen wir das? Wir müssen 100% perfekt sein. Vollkommen, makellos, keiner darf sündigen, keiner darf einen Fehler machen. Weißt du was? Wenn ich Pastor bin von dieser Kirche, wir werden das Ziel nie erreichen. Weil ich bin nicht perfekt. Aber vielleicht gibt's ja heute einen Pastor hier von ICF Stuttgart Multisite, der das kann, ja? Melde dich.
Du weißt, was du tun musst. Makellos sein. Perfekt. Das geht nicht. Weißt du, keiner von uns ist perfekt. Und ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, wir sollen makellos sein und fehlerlos und alle, die dann nicht, die noch Fehler haben, die kickt man raus. Nein. Sondern die Kirche, die Jesus meint, meint hier ihre ganze Identität entsprechend wirklich Kirche sein. Wirklich die Hoffnung der Welt sein. Wirklich eine Gemeinde sein, wirklich eine Church sein, die Menschen erreicht, wo Menschen verändert werden. Ich weiß nicht, in welche Kirche du schon gegangen bist in deinem Leben. Ich ging in eine Kirche, die war sehr anständig. Die war sehr traditionell. Die hat sehr geschaut, dass es uns gut geht. Wirklich, auch mir. Aber das Ding ist, man hat praktisch nichts verändert. Vor ein paar Wochen war ich in der alten Gemeinde. Da ist heute ein Schuhladen drin, ja? Auch bezeichnend, ja? Die Gemeinde gibt's nämlich nicht mehr. Aber du, die Vorhänge sind immer noch da. Also offenbar auch der neue Schuheigentümer, der war nicht interessiert, das zu ändern. Die gleichen Vorhänge, das gleiche Kreuz, alles noch dasselbe. Und das ist eine Kirche, in der ich nicht sein will, weil ich will, dass sie sich verändert. Weil hier steht ganz klar in diesem Vers, denn er möchte die Gemeinde von makelloser Schönheit machen. Das ist ein Prozess. Ich will, dass wir immer mehr das werden, was Gott eigentlich schon lange in uns hineingelegt hat. Nämlich eine anbetende Gemeinde, eine worshipende Gemeinde, eine Gemeinde, die begriffen hatte, wir geben auch einen Teil unseres Geldes in die Zukunft dieser Gemeinde, weil wir wollen viele Menschen erreichen und du wirst selbst noch gesegnet dazu. Du wirst es, je nachdem, was du glaubst, ich glaube an einen Gott, der uns segnet in ganz vielen Bereichen und an diese Gemeinde glaube ich. Ja? Und ich liebe das, darüber zu reden. Weißt du, und vor ein paar Tagen bekam ich innerhalb weniger, kurzer Zeit, zwei Anfragen von Pastoren von anderen Gemeinden hier im Großraum Stuttgart, die haben gefragt, wie kann man Pastor von dieser Multisite von ICF Stuttgart werden? Ich habe gedacht, ist nicht so ein attraktiver Platz, oder? Also ich weiß nicht, letzten Montag mussten wir im Keller das ganze Wasser da rausmachen. Es hat gestunken, es war nass, wir waren müde. Und Leute wollen Pastor werden hier in der ICF Multisite. Ich meine, das ist ja toll. Vielleicht schaust du jetzt diesen Podcast. Es ist nicht ganz so easy, happy, clappy. Natürlich, wir stehen auf der Bühne und am Sonntag ist mega geil und auch sonst ist es mega geil. Ja, wir genießen jede Zeit, aber es hat auch seinen Preis. Und deswegen, ich möchte über diesen Punkt reden. Warum sind wir als Gemeinde Gemeinde? Der Grund für alles. Es gibt eine ewige Verlorenheit. Dieses Leben ist die Vorbereitung für das nächste Leben. Dieses Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Alles und alles, was nicht ewig jetzt schon ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Weißt du, dein Job, der dir heute so wichtig ist, der wird in der Ewigkeit keine Rolle mehr spielen. Sogar dein Haus, das du selbst gebaut hast, mit deinen eigenen Fliesen, ja. Und Schwaben lieben die Häusle bauen und so. Das wird alles so nicht mehr so von großer Relevanz sein. Selbst VfB, ich meine, die haben jetzt gestern ein paar Punkte gemacht, das ist ja toll, ja. VfB, wo sind die VfB-Fans? Ja, in guten und schlechten Zeiten, treu verbunden, ja. Auch das wird nicht mehr von großer Relevanz sein. Aber was zählen wird, ist deine Seele. Es geht um dich. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um die Beziehung zu deinen Nächsten. Es geht um Beziehung zu meiner Tochter, zu meinem Sohn, wo ich mir so wünsche, dass sie eines Tages diesen Gott kennenlernen. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Nachbarn Gott kennenlernen. Ich wünsche mir so sehr, dass meine VIPs, die schon ein paar Mal hier waren, sagen, denn ich möchte am liebsten angestellt werden in dieser Kirche. Das ist auch so eine verrückte Geschichte. Der kennt Gott noch nicht, aber er will schon angestellt werden. Weil, hey, die Art und so, das ist alles so motivierend, die Atmosphäre ist so super, so positiv. Dann sage ich, ja, wie schön, ja. Aber darum geht's, hey, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen. Und ich wünsche mir das so sehr, für mich, für uns alle, dass das passiert, weil es heißt in Offenbarung 20, der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das ist nicht die U-Bahn-Station Feuersee hier in Stuttgart. Das ist die Endstation Feuersee. Für Menschen, die Gott nicht glauben.
Und das ist immer, wenn ich da beim Feuersee vorbeifahre, denke ich an Feuersee. Ich habe mir diese Stellen sehen, wirklich. So, oh Gott, ja, okay, du erinnerst mich. Es gibt noch eine Endstation. Und wenn die Bibel wahr ist, was ich glaube, zutiefst, dann hat das so von, das hat so viel Bedeutung, das, was wir tun. Und ich will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott auch nicht. Wenn wir dieses Bild anschauen, am Anfang Adam und Eva, eine unzerbrüchliche Einheit zwischen Gott und dem Menschen. Genau. Schaut mal das Bild. Nichts dazwischen. Love is in the air. Einfach nichts. Gute Atmosphäre. Einfach nur toll. Und dann irgendwann haben sich die Menschen entschieden, selber zu leben, selber zu wollen. Und es gab einen Graben der Sünde. Und diesen Graben der Sünde kann wirklich nur ein Mensch, der gleichzeitig Gott ausführt. Gott ist ausführend, Jesus Christus. Das können wir nicht tun, das können wir nicht aus eigener Kraft tun, das kann nur Jesus. Und das ist unsere Message von unserer Church. Das werden wir immer und immer wieder sagen, weil es das Zentrum von allem, dass Menschen gerettet werden, dass deine Freunde gerettet werden, dass du selbst gerettet wirst, wenn du da noch nicht gerettet bist, als du heute sagst, hey, ich komme zu diesem Gott und wer brauche diesen Gott? Ich brauche diesen Jesus. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das bleibt bei uns immer, immer wichtig. Und dann sind wir gefragt, Menschen diesen Graben zu erklären. Weil, es hat jemand gesagt, ob schon eine Nachricht gefühlt sehr unangenehm ist, sollte man sie Menschen nicht vorenthalten. Also nicht, dass das unangenehm ist, dass Jesus gestorben ist, sondern unangenehm ist, dass Menschen in die Ewigkeit gehen ohne Gott und dann eben im Feuersee landen. Wenn du irgendwann zum Arzt gehst und du in einer Routinekontrolle sagt er, sieh, ich habe was entdeckt. Ich habe einen Tumor entdeckt. Und er würde sagen, ah, ich will es nicht sagen. Ich habe das zwar entdeckt, aber ich will es ihm nicht sagen, weil wir haben so eine gute Beziehung bei den Besprechungen und das stört die Besprechungsatmosphäre. Ich sage ihm einfach nichts, in ein paar Monaten ist er tot, er weiß es sowieso nicht, ja? Er ist einfach gestorben. Ist es nicht ein bisschen hirnverbrannt? Wir müssen es doch erklären. Wir müssen es doch sagen. Wir sind die Ärzte. Wir sind diejenigen, die eigentlich wissen, hey, behind the scenes, da geht was ab. Und da gehen wir in eine Welt, in die Ewigkeit und da gibt's offenbar eben diesen Moment, wo Gott dann sagt, okay, ihr wollt ja nicht mit mir, also dann will ich auch nicht mit euch. Was in Matthäus 10 steht, wo Jesus sagt, hab keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Also hab keine Angst zum Beispiel vor Menschen wie IS, die Menschen köpfen können. Habt Angst vor oder auch Ehrfurcht vor diesem Gott. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr diese Ehrfurcht wieder habt vor diesem Gott. Das haben wir irgendwie in dieser heutigen Zeit verloren, dass wir noch irgendwie vor irgendwas Ehrfurcht haben. Dass wir sehen, wow, da gibt's einen Gott, der hat mein Leben im Griff, meinen Körper im Griff, der hat auch meine Seele im Griff. Und meine Entscheidungen macht er davon abhängig, wo ich im Schluss leben werde. Er überlässt mir voll die freie Wahl, aber es ist in meiner Hand. Aber lasst uns jetzt darüber reden, wenn wir darüber nachdenken, wie sind wir eine Kirche im Puls der Zeit? Welche falschen Bilder sind wir nachgelaufen? Weil viele haben ein falsches Bild von Kirche. Also man kann so vieles tun im Namen Gottes. Ihr könnt zum Beispiel auch jetzt rausgehen und sagen, der Dan hat gesagt, im Namen von Dan Schmidt sage ich, der hat das und das gesagt. Du kannst immer alles sagen im Namen von. Aber ob ich dann das wirklich gesagt habe, sage ich dir dann, wenn ich das gehört habe und sage, ja doch, ich habe es so gesagt. Aber Gott wird ja nicht gefragt. Es wird einfach im Namen von Gott, so wird so viele Dinge gesprochen. Ich weiß nicht, wie es Gott geht. Jeden Sonntag wird von ihm gesprochen. Aber ist es wirklich das, was wirklich die Wahrheit ist? Oder Kreuzzüge sind gemacht worden im Namen Gottes. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Furchtbares. Es gibt so viele falsche Bilder von Kirche. Und das ist wirklich krass. Also der Fehler, den viele Kirchen machen, dass sie irgendwie sich verstecken hinter diesem Sündegraben. Ja, kannst du mal die Kirche zeigen? Also wenn die Menschen dann irgendwie diesen Jesus kennengelernt haben, durch ein Event oder so, und dann eben was vollkommen sind, dann dürfen sie dann in die Kirche kommen. Ja,
Früher gab es die Stund, ja, und die dann, die sich dann irgendwie ein Erlebnis gemacht haben mit Gott, die durften dann in die Stund, ne? Aber die Kirche muss näher zu den Menschen. Wir müssen zum einen diesen Sündegraben, wir müssen vor diesen Sündegraben kommen, dass die Menschen, die sogar, kannst du mal das nächste Bild zeigen? Dann zeigen wir mal ein paar Bilder, ja. Da gibt's, dass die Kirche näher zu den Menschen kommt. Aber zwischen diesen Sündegraben und den Menschen gibt's noch einen zweiten Graben. Das ist der Kulturgraben. Das ist ein ziemlich krasser Graben, weil das sind die Vorurteile. Das sind die Vorurteile von Menschen, die sagen, ja, boah, also für mich sind die Christen halt so und so. Es gibt eine Umfrage, die 4 meistgenannten Dinge, die über Christen genannt werden, haben nicht Christen gesagt, die Christen sind heuchlerisch, sie sind besserwisserisch, verurteilend und weltfremd. Und das ist heute noch in den Köpfen drin von Menschen, ja? Das sind sie, ja? Und so werden wir, mit diesen Vorurteilen haben wir zu kämpfen. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Heuchlerisch. Doppelmoral von Priestern, die eigentlich gar nicht heiraten dürfen, aber trotzdem Kinder haben. Und sie sagen, das ist ein Wunder, ja. Ein Wunder ist passiert. Sieht zwar genauso aus wie ich, aber ist egal. Ein Wunder ist passiert. Besserwisserisch, verurteilen, weltfremd. Also, wenn wir Paulus anschauen, Paulus war wirklich von seiner Missionsstrategie unglaublich clever, weil er ging zu den Leuten, hat dort, wo sie waren, er war in Pusterzeit, da gibt es ein Beispiel von Athen, er war dort auf dem Areopag, das war ein Hügel, die Römer verehrten diese Götter, den Mars, ganz speziell, und das war aber auch noch ein Marktplatz, und in einer dieser Ecken hatte Paulus gesprochen, und dann kommen die Leute und sagen, du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Das ist eigentlich das Schönste. Wenn Menschen in deinem Umfeld, in der Universität, dort im Job, wo du bist, in der Freizeit, im Fitnessstudio, überall dort, wo du bist, zu dir kommen und sagen, hey, du hast etwas, was ich noch nie gehört habe. Du kannst beten mit den Kindern. Du sprichst von Vergebung. Du machst deine Alte nicht nur zu Sau, sondern du machst etwas, was positiv ist. Das ist genial. Ich will davon auch hören, ja? Du gehst am Sonntag zur Kirche? Was? Und das ist wie ein Rockkonzert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Als Menschen so aufmerksam werden, sagen, wow, das ist genial. Es gibt Kirchen, die sagen, ja, da müssen wir auch auf den Marktplatz, müssen auf den Schlossplatz, Flyer verteilen und dann ein Schild aufhalten. Turn or burn. Kehre um oder verbrenne in der Hölle. Das ist auch ein Ansatz. Ich glaube, unsere Marktplätze sind eher, die sind dort, wo du bist, im Fitnessstudio, in der Universität, im Arbeitsplatz, YouTube, Vimeo, das sind unsere Marktplätze. Aber ich glaube, das ist Impuls der Zeit. Da können wir Menschen erreichen. Und deswegen entdecke ein neues Bild von Kirche. Ich wünsche dir das so sehr. Wirklich. Weißt du, die Kirche, die war mal ganz fest am Puls der Zeit. Es gab wirklich eine Zeit, Martin Luther hat da den Korken geöffnet und hat viele Innovationen gebracht. Und auch schon vorher gab es viele, viele Anzeichen, wo die Kirche am Puls der Zeit war. Zum Beispiel die Orgel, das war ja ein Instrument, das man in der Kirche hören konnte. Und das war ein Genuss in der Kirche, eine Orgel zu hören. Die Leute strömten in die Kirche nur, um die Orgel zu hören. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute fliehen sie, wenn die Orgel spielt, ja? Also nicht alle. Ich mag die Orgel zum Beispiel persönlich. Passt nicht zu mir als Pastor von ICF, aber ich spiele auch klassische Trompete mit Orgel. Johann Sebastian Bach, der hat Lieder komponiert, Matthäus Passion, Johannes Passion, Harmonmesse und weiß ich was alles. Das wird noch hunderte von Jahren später gespielt. Das war der Burner. Hey, und das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine Kirche sein. Und an alle Worshipper heute Abend hier sind. Lass uns darüber nachdenken, wie wir noch geilere Musik, sie fangen schon an zu diskutieren, super, wie man noch geilere Musik machen kann. Dass Leute sagen, hey, wow, das ist ja der Burner. Habe ich so noch nie gehört. Oder Architektur. Wenn eine junge Architekturstudentin von ICF ist jetzt ein paar Monate in Italien, was schaut sie an? Kirchen.
Weil die Kirchen damals, die Gebäude, die waren einfach gewaltig gebaut. Und das ist das, was wir auch wollen. Wir wollen neuen Level setzen. Und da gibt's einen Mann, der hat einen jungen Mann gemacht. Also, gestaltet. Kennt ihr den? Nicht dorthin gucken. Schaut jetzt nicht dorthin. Oben links. Seht ihr, da gibt's ein Loch in der Decke. Was will ich mit dem sagen? Dieses Kunstwerk ist eine Message, ist eine Predigt. Weil was er hier auf der linken Seite trägt, ist seine Steinschleuder. Und auf der rechten Seite, was hält er in seiner Hand? Ah, Steine. Man sieht das. Diese Figur ist über 5 Meter groß. Der ist übergroß. Und er ist nackt dargestellt. Warum? Zum Zeigen, der David, der stand dem Goliath eigentlich mit nichts gegenüber. Mit nichts. Und Gott hat das Wunder getan. Nicht er selber, er war nicht der brillante Kämpfer, er war das alles nicht, sondern Gott hat dieses Wunder getan. Und wo immer du bist, wenn du diese Statue anschaust, zur damaligen Zeit, dachten sie, wow, aha, das waren die Clips, die sie damals gesehen haben, die Bilder, das war alles. Aber die Leute haben verstanden, diesen Gott will ich auch kennenlernen. Oder die ersten Krankenhäuser wurden von Christen aufgebaut. Gab es auch schon früher, in der Zeit von den Römern, gab es auch schon Sklaven, die als Mediziner, als Doktoren, als Sklaven gearbeitet haben, Krankenhäuser gemacht haben, aber für die römischen Legionäre. Und dann später die Christen haben die Krankenhäuser gemacht. Luther, Buchdruck, hat die Massenmedien genutzt, um das Evangelium zu verbreiten. Wir sind von Paulus, als er auf dem Areopag war. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf euren Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Apostelgeschichte 17,23. Weißt du, das Schöne ist, Paulus bejaht, bestätigt zuerst mal das, was die Leute haben. Viele Christen sagen einfach mal zuerst, du, das ist nicht gut da mit dieser Esoterik. Das ist nicht gut da mit diesen Steinen. Oh, das, ich glaube, da hat schon einer gependelt. Du weißt es aber gar nicht wirklich. Und deswegen, nee, das sollten wir nicht. Wir sollten zuerst mal einfach darüber, einfach das Positive sagen, nee, ist genial. Du bist auf der Suche nach irgendwas. Und vielleicht könnte dieses Irgendwas ja genau das sein, was ich dir zu bieten habe. Kann ja sein. Und der andere sagt, ja, lass mal schauen. Ja, bitte. Also wenn wir das nächste Bild anschauen, die Kirche muss näher zu den Menschen, wenn du diesen Kulturgraben nochmals aufzeigen kannst. Wir müssen näher zu den Menschen. Wir müssen von einen Schritt machen, näher zu den Menschen. Und das ist die Gesinnung, die Paulus gehabt hat, wo er sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin ein Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Jude gewinne und denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Punkt. Ich bin allen alles geworden. Das ist eine Mentalität, die wir als ICF pflegen wollen. Weißt du, das kostet sehr viel Kraft für die Locations, für die Pastoren, für die zukünftigen. Einfach das Sonntag für Sonntag ihr Bestes zu geben. Wir investieren da in Heilbronn, wir gehen in ein Kino, wir bauen da auf, wir investieren in Schorndorf, wir bauen da auf, wir glauben und beten, dass Menschen kommen, das passiert auch, aber das ist wirklich harte Arbeit. Oder ich hier in Stuttgart, ihr seid ja alle in meiner Wohnstube, hier schlafe ich. Und zwar einfach alles darum, weil wir wollen möglichst effizient sein. Wir möchten hier eine Revolution auslösen. Das ist unser ganzer Lebensstil. Es ist nicht einfach so, ja, wir haben ein geiles Konzept, das ist von Zürich und so, von Amerika gefärbt und. Und es ist ganz easy peasy peasy, Lizzy. Lizzy peasy. Ist es nicht ganz. Aber weißt du, ich erreiche nicht alle. Zum Beispiel, wenn ich das lese, den Juden Jude werden. 180 zum Beispiel ist schon eine Zielgruppe, die ist schon ein bisschen zu jung für mich. Da ist der Michi, der erklärt mir dann wieder, dass voll Porno heißt voll gut. Aha. Das ist verrückt. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das noch lerne.
Wir sind eine Kirche am Puls der Zeit. Was heißt das? Warum sind wir eine Kirche am Puls der Zeit? Warum sind überhaupt Menschen angezogen von einer Kirche am Puls der Zeit? Und da möchte ich jetzt ein junges Paar auf die Bühne einladen und sie ganz herzlich willkommen heißen. Bianca und Philipp. Jawohl. Hallo. Hey. Hi. Hi. Hey, cool. Hey, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft sitzen, wenn ihr wollt, könnt. Sehen wir euch alle. Ist mega cool, dass ihr hier seid. Ihr seid in der Location in Schorndorf. Nach einiger Zeit habt ihr euch entschieden, ICF, Schorndorf oder Remstal da mit dabei zu sein. Was war der Grund? Warum gerade eine Kirchenpuls der Zeit in Schorndorf? Also wir sind, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen, wir sind letztes Jahr umgezogen nach Schorndorf und haben uns in dem Zuge nach einer neuen Gemeinde umgeschaut und auch verschiedene Gemeinden angeschaut. Und wir hatten auch Bekannte in einigen Gemeinden in Schorndorf und in der Umgebung. Und wir wollten uns auch ICF anschauen. ICF war die einzige Gemeinde, wo wir niemanden kannten. Und wir sind da reingelaufen und wir haben uns dort aber sofort zu Hause gefühlt. Also nicht nur so gesprochen, sondern richtig zu Hause, obwohl wir niemanden kannten. Und ja, das war so der Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, hey, krass, wusste nicht, dass das geht, ohne jemanden zu kennen, sich wo wirklich wohlzufühlen und aufgehoben zu fühlen. Das war der Punkt. Und genau, wir haben dann auch eine Predigt gehört damals, wo ich das Gefühl hatte, also ich konnte bis dahin mit Predigen nicht ganz so viel anfangen. Ich habe immer Schwierigkeiten zu folgen bei manchen Sachen. Wir haben dann eine Predigt gehört und ich habe gedacht, wow, krass, ich kann jetzt rausgehen und kann sofort anfangen, das umzusetzen in meinem Leben. Ich kann sofort starten, da weiterzumachen. Genau, das war so der Punkt eigentlich. Danke vielmals. Wie war es bei dir, Bianca? Also was mir ganz arg wichtig war, dass in die neue Gemeinde, in die ich gehe, dass es nicht irgendwie so eine Art Kuschelclub ist, wo es sich nur um so die eigenen Dinge dreht oder so, sondern mir war es einfach total wichtig, dass da Leute zusammen sind, wo man das Gefühl hat, hey, das ist lebendig, jeder Einzelne davon lebt einen lebendigen Glauben und will einfach nach vorne gehen, möchte Reich Gottes bauen. Und das hatte ich absolut den Eindruck, obwohl im Remstal am Anfang, da waren teilweise nur 10 Leute, manchmal 30, das ist super. Und es war einfach so eine Atmosphäre, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, hier wollen Menschen einfach gemeinsam was bewegen, soll vorwärts gehen, und da haben wir uns einfach total wohl gefühlt. Mega. Wenn ihr jetzt zurückschaut, jetzt seid ihr schon ein paar Monate mit dabei, ein halbes Jahr oder so, keine Ahnung. Was denkt ihr, würdet ihr euch getrauen, Menschen einzuladen, auch in die ICF in Zukunft, wenn ihr das Grand Opening gemacht habt? Und ja? Oder also nicht, vielleicht nicht nur mit ja oder nein, aber warum würdet ihr Leute einladen? Gibt es einen guten Grund oder nicht? Ja, also wir laden auch schon Leute ein, auch wenn das Grand Opening noch nicht gestartet ist. Wir nehmen oft Leute mit, und das ist auch so ein Punkt, was uns einfach wahnsinnig gefällt, dass wir das können, dass wir nicht das Gefühl haben, okay, wir müssen da so ein bisschen uns für rechtfertigen, wo wir sonntags hingehen, sondern es ist einfach eine Sache, wo wir gern hingehen, wo wir uns wohlfühlen und wo wir sicher sind, dass andere sich auch wohlfühlen werden. Und also ich kann die Frage auf jeden Fall mit einem schlichten Ja beantworten. Ja, ja, das geht mir genauso. Hauptsächlich, wenn man Leute mitbringt, die jetzt mit dem Glauben einfach noch nicht so viel am Hut haben und da keine Erfahrung mitgemacht haben, dann ist es wirklich so, dass die Predigten halt einfach so sind, dass es einfache Sprache ist und dass die Leute auch was mitnehmen können und sagen können, hey, es hat mir jetzt einfach gut gefallen, auch wenn ich jetzt vielleicht mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen kann, aber es hat mir was gebracht und ich komme weiter. Super, Daniel. Super, hey, mega. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid, dass ihr ein Teil von ICF seid, von ICF Multi seid. Und macht ihr schon irgendwas im ICF? Ja. ja, wir versuchen gerade so ein bisschen die Musik in Schwung zu bringen. Ja, wir sind die erste Band. Im Moment sind wir 3 Leute. Aber wir hatten schon eine Jam-Session mit noch 2 anderen und das wird richtig cool. Auf jeden Fall kommt der Bass dazu und das bringt schon mal richtig viel und da groovt's gleich richtig. Ja, es kommt auch noch. Genau, also wir machen die Musik und es kommen... Wie gesagt, außer dem Bass kommt noch eine Frau, die sehr gut singen kann und Klavier spielen kann, und somit wächst es einfach weiter und wir gehen vorwärts und es wird auch mehr ICF-Style. Wir können rockiger werden. Es ist nicht immer nur unplugged. Es ist auch, ja, es wird mehr, es wird größer, es wird cooler, glaube ich. Genau. Wow, ich danke euch ganz herzlich. Super, genial.
Ja, ich möchte euch ganz kurz noch ein paar Dinge sagen, die für diesen Kulturgraben sehr, sehr wichtig sind. Also wir sollen am Puls der Zeit sein, als ganze Church. Relevanz ist extrem wichtig. Das, was ihr gerade vorhin gehört habt von Philipp und Bianca, wir können nicht einfach nur Messages haben, die eigentlich nichts mit deinem Leben zu tun haben. Wir wollen echt sein, nichts verstecken. Wir wollen nicht ein Spiel spielen mit dir oder auch untereinander, sondern Echtheit, das wird Menschen überzeugen. Alles andere, das sollen andere machen, wir wollen echt sein. Und moderner Lebensstil, das heißt die Kleider, die Art, wie wir uns kleiden, das ist ein Style von ICF, dass wir nicht gekleidet sind wie 1960, sondern keine Ahnung, ob das jetzt allermodernst ist. Mein Sohn hat gesagt, ich sehe aus wie Rambo. Weiß nicht genau, wieso er das sagt. Auf jeden Fall, ein Journalist hat gesagt, manche Christen machen ihren Widerstand gegen Modediktate dadurch deutlich, dass sie sich nicht um ihre persönliche Erscheinung scheren. Aber auch damit senden sie eine Botschaft. Oft haben sie sich Christen nicht nur unmodisch gekleidet, sondern schäbig, langweilig und fantasielos. Ihre Kleidung deutet darauf hin, dass sie nicht stolz auf ihren Körper sind, dass es ihnen nichts ausmacht, den Bezug zu der Zeit, in der sie leben, verloren zu haben. Dass es keinen Wert für Kreativität und Fantasie gibt und sie nicht den Wunsch haben, den Menschen, denen sie begegnen, ästhetisch angenehm zu sein. Manchmal scheint es, als wären manche Christen die sexuelle Natur ihres Körpers so unangenehm, dass sie sich zu verstecken versuchen, damit sich niemand von ihnen angezogen fühlt. Ja? Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht mega sexistische Kleider anziehen und so, aber einfach attraktiv, ja? Einfach attraktiv, schön, ja? Schön zum Anschauen. Wirklich schön, ja? Ohne Hintergedanken, einfach nur schön. Und begeisternde Musik. Eben Musik, die wir so vielleicht noch gar nie gehört haben, irgendwo. Und Kontakte zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. VIPs nennen wir das im ICF. Very important people. Sehr, sehr wichtige Leute. Also meine Zukunft, glaube ich, wir werden nicht nur andere Collocations gründen, sondern wir werden auch in Gefängnisse gehen, dort Video-Messages zeigen. Dann da sein für sie, Face-to-Face machen in Gefängnissen. Bibel lesen mit Leuten, die in Stammheim sind, ja. Oder wir gehen in Altenheime, wir gehen in Jugendanstalten. Wir machen Gottesdienste ganz anderer Art, ganz vielfältig. Das ist das Bild von, das ist die Zukunft von ICF. Das Allerwichtigste ist, dass du deine Story erzählst. Weil du hast was mit Gott erlebt, oder? Hast du nicht? Du hast was mit Gott erlebt. Sag das deinen Freunden. Weil die warten darauf, dass ihnen jemand erzählt. Wirklich. Was hast du mit diesem Gott erlebt? Weil die Welt ist ja so langweilig. Hat eigentlich nichts wirklich Neues zu bieten. Aber das, was du zu bieten hast, ist das, ist deine Story. Das heißt, von Paulus, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Du, der Paulus, der ist verrückt. Der erzählt von der Auferstehung der Toten, der ist durchgeknallt. Das gibt's doch gar nicht. In meinem Weltbild gibt's das nicht. Und dann, was steht hier? Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats sogar. Und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Warum tun wir das Ganze? Für Damaris und Dionysus. Für deine Freunde, die Gott noch nicht kennen. Und ich möchte dich heute bitten. Alle die, die ihr euch jetzt fürs Grand Opening vorbereitet. Das ist nicht nur ein Event, wo wir Technik auffahren. Das ist ein Event, wo wir geistlich ready werden. Für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wir alle, die in Stuttgart sind, hey, unsere Grand Openings im Remstal in Heilbronn sind uns genauso wichtig, wie unser Grand Opening, das wir dann machen, wenn wir in eine neue Location gehen in Stuttgart. Und ich möchte dich bitten, ich möchte auf die Knie gehen, mit dir, für dich, für deine Freunde. Hey, lass uns in den nächsten Monaten die Ernte einfahren. Bitte. Also das heißt jetzt auch, die Ernte einfahren heißt noch nicht, wir gehen aufs Ganze. Wir machen das Grand Opening, wir wollen einfach mal Sympathie erregen. Wir wollen ganz klar sagen, wer wir sind.
Wir wollen ganz klar sagen, dass wir an Jesus glauben, aber wir wollen nicht gerade schon aufs Ganze gehen, sondern schön weise sein, Schritt für Schritt Menschen gewinnen. Aber ladet sie ein, ladet sie ein. Seid auch frech. Weil es geht um die Ewigkeit. Es geht um den Tumor. Es geht, du bist der Arzt. Du hast das Rezept. Darum geht's. Weißt du, vor 3 Tagen oder 4 Tagen, 26. September, was ist jetzt, hat mir ein junger Mann eine Facebook-Nachricht geschickt, eine persönliche. Und er hat geschrieben, ich war ein paar Mal bei euch in der Church in Stuttgart. Seitdem ich dich auf einer Hochzeit gehört habe und sich viele andere Dinge in meinem Leben ereignet haben, komme ich dem Glauben jeden Tag ein wenig näher. Ich finde es klasse, was ihr da in Stuttgart auf die Beine gestellt habt. Und da ich momentan im Ausland bin, kann ich leider nicht vor Ort alles verfolgen. Umso mehr finde ich es toll, dass ich es über Facebook, YouTube etc. machen kann. Es ist eine tolle, so tolle Gemeinde, die ihr in Stuttgart aufbaut. Ich schreibe dir, weil ich dir ein Feedback geben wollte, wie cool ich es finde, was ihr macht. Und weil ich es dir erzählen wollte, dass ich immer mehr gepackt werde von der Kraft und Liebe Gottes. Ich habe immer mehr gespürt, oder ich habe immer gespürt, dass es etwas gibt, etwas Großartiges, aber ich konnte es nie wirklich für mich entdecken. Und ich bin so froh, dass ich euch getroffen habe. Alle, ihr alle in der Gemeinde, schreibt er. Es gab so viele Ereignisse in diesem Jahr, die mich näher zu Jesus gebracht haben. Es passte eins aus andere. Ich freue mich schon wieder, wenn ich in Stuttgart bin, euch zu besuchen. Macht weiter so. Ich verfolge euch im Internet und ich denke an euch und bete für euch. Viele Grüße aus dem Ausland. Ein junger Mann. Dionysos Damaris. Um die geht's. Und deswegen, hey, liebe Freunde, lass uns daran, alles daran setzen, dass das möglich wird in den nächsten Monaten. Seid ihr dabei? Come on. Jawohl. Danke, Jesus.